Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play Minecraft mit einem Modpack, das Wildes Leben heißt und viele, viele Mods hat. 73, ja. Vor allem Baumods, das ist richtige, gute Baumods. Ja, Schwerter, Rüstungen, Architektursachen, zum Beispiel auch Gerüste, können sogar Achterbahnen bauen. Wir können Raumschiffe bauen, also auch richtig schräge Sachen. Viele Pets, Chocobos, dann Custom Pets und ja, das andere, das dazu gehört. Extra Pets heißt es, glaube ich, noch. Und wir haben, ja, Forestry haben wir, ja, Inventory Pests, genau. Inventory Tweaks haben wir noch, extra Iron Chests. Sind die kleinen Sachen, kenne ich jetzt gerade nicht so, aber ist von meinem anderen Modpack. Ja, marine Technologie, more bows, das ist wichtig. Auch wegen dem Pets Mod, da gibt es Loan auf den Inseln. So, ich habe es probiert zu machen, aber es war eine sandige Welt und da hat es keine Bäume gehabt. Machen wir es also in der Aufnahme richtig. So, wir nehmen Baum so plenty, müssen dann aber schauen, dass wir nicht allzu viel mehr haben. Das ist ein bisschen, der Generator ist manchmal ein bisschen zickig. Und ja, vor allem, dass wir auch noch die Rohstoffe bekommen, die schwer zu finden sind, wie zum Beispiel Lehm. Und ja, wir werden mal schauen. Am liebsten irgendwo in tropischem Zeugs zum Beispiel. So richtig cool etwas bauen. Ja, es generiert noch. Na, jetzt, komm. Ja, ich werde mal etwas erzählen. Also davon grob. Ich habe so geplant, dass wir pro Biom so ein bisschen andere Zivilisation machen und dass so ein richtiges Rollenspiel-Leben mit den NPCs führen. Und da könnt ihr gerne NPCs vorschlagen, die auch einen Skin haben. Am besten nicht gerade so YouTuber oder so, große oder kleine, ohne dass sie es wissen. Zum Beispiel euch selber oder ja, einfach Namen wie zum Beispiel Wächter oder Ritter und so weiter. So, oh, wunderbar. Genau so etwas möchte ich. Es war Herbst und nicht Sommer, also nicht Tropen. Aber toll, wir sind schon die ersten Tiere, die auch, ja, zum Lärm machen. Ich hoffe, es bei euch ist nicht so laut. Wir machen hier direkt den Spawn. Und gehen direkt irgendwo grob schlechtig farmen, dass wir die Rohstoffe haben. Da müssen wir nichts kaputt machen. Dafür muss ich in den Game Mode zuerst, damit ich nicht sterbe, runterfalle. Und dann tape, machen wir sogar minus 100 Millionen. Recht weit weg, dass wir da niemals hinkommen. So, weil ich bin einfach einer, der lieber Plus hat. Zu klein. Machen wir aber weniger. Ja, das geht. Aber mehr, also 100 Millionen geht nicht, nur 99 Millionen. So, ich hoffe, es stürzt nicht ab. Mistcraft hat Probleme gemacht und das generiert immer schlechte Welten. Das ist ein bisschen blöde gewesen. Deshalb mache ich das ja also auch wieder mit wegteleportieren, damit wir ganz, ganz alles zerstören können. Einfach die Rohstoffe bekommen, oder? Ja, sag nichts. Generier dich. 121 Fenster. Gut.
Eine Wüste. Also ich werde noch ein bisschen fliegen. Ja. Mehr ins Minus. Da. Gut. Dann starten wir hier. Zum Beispiel hier gleich bei der Höhle. Oh, sogar Lehm. Ja, ich habe gesagt, es gibt kein Lehm und da gibt es schon Lehm. Okay. Es ist halt sehr abwechslungsreich. Also, es ist Wahnsinn. Und das ist gut, da kommen wir auch ein bisschen vorwärts, weil Lehm können wir eigentlich immer gebrauchen für Gebäude. Im Herbstwald möchte ich zuerst mal so ein bisschen den Start machen. Und wir könnten so ein bisschen das Raumschiff ins Meer versunken machen. Oder ja, das ist jetzt eigentlich gerade. Aber ich möchte so ein bisschen Raumschiff machen, wo wir unsere Sachen auch lagern. Und... Oh, ein Dorf. Cool. Das ist auch ein bisschen... Also sehr viel Rollenspiel ist, oder? Wir müssen ja auch einen Grund haben, wieso wir überhaupt das Spiel spielen. Und so weiter. Ja. Und ich möchte Challenges haben und so Sachen. Quests, die auch mit irgendwie Suchen zu tun haben oder das zu erreichen. Zum Beispiel, ja, klettere auf diesen Baum und hol mir eine Banane runter. Grob genau gesagt. So, ich habe irgendwie meine Maus gerade wieder ein bisschen schwer eingestellt. Ja, jetzt ist es wieder besser. So, ja, ich baue nämlich sehr gerne und habe auch sehr gerne sehr detaillierte Sachen, deshalb brauche ich so ein Modpack. Ja, hier haben wir sehr viele Kakteen, die machen Aua. Müssen ein bisschen ausweichen. Hier ist noch mehr. Wieso sind die hier alles die Gravel? Die Kiesblöcke. Wer weiß. Darf ich gerne irgendwie ein Start-Equipment, eine Schmiede? Da? Nein. Ja! Nein! Nein, 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 nein! Ich wollte eigentlich da nicht rein. Habe aber nach oben geschaut und das vergessen. Da werden wir versinken. Tut mir leid, dass ich jetzt hier drin gelandet bin. Einfach nicht aufgepasst. Ja. So kommt man eigentlich gut wieder raus. Sehr gut. Ich bin schon ein bisschen angespannt, also... dass ich so viel erleben will. Und das auch gut planen muss, deshalb. Ja, es ist keine... Also machen wir, wenn keine Schmiede hier ist, machen wir schon mal ein bisschen Essen. Hä? Kartoffeln nehme ich jetzt noch nicht mit. LOL. Ein Sandstein auf dem Kaktus. Oh, wunderbar. Da haben wir noch ein paar Weizen. Ja, sie müssen halt auch reif sein. Da sieht man aber, dass sie erwachsen sind. Steht da erwachsen oben. Unter dem Weizensatz. So, das reicht. Das sind jetzt die Sachen, die man eigentlich gut essen kann. Hier haben wir aus dem Pflanzmegapack solche ja, Hängepflanzen. Ja, im Hängepflanzen an diesen Schnullen, Stängel, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das nennen soll. Eine Schlucht mit den verschiedenen Underground-Biom-Construct-Blöcken. Aber es gibt gerade keine Höhle da. Ich will mich jetzt nicht so runterbuddeln, da gibt es dann viele Monster. Es ist auf... Ah, nein! Es ist zu sensibel eingestellt. Hi! Bin ich ja, frommfröhlich, überhastig. Komm, ja, geht schnell. Seht ihr? Ja. Wenn man so schnell eingestellt hat wieder... ich muss mal wieder ändern. Vielleicht im zweiten Part wieder besser eingestellt. Weil... das tut sich immer verändern. Es gibt dann auch einen Knopf.
Aber das sollte zwischen den zwei, die ich jetzt gerade hatte, besser eingestellt sein. So, Schlangen, ja, die sind meistens giftig oder immer giftig. Weg von denen. Ja, ich sehe jetzt wirklich gar nichts. Wir müssen wahrscheinlich runterbuddeln. Oh, das ist doch schön hier, oder? Oh, das ist doch wunderschön. Ach, toll. Da geht's leichter rein. Da, dort. Aber ich schaue jetzt gerade wegen einer besseren Höhle. Das sieht nicht gerade, dass es so aus, als würde es reingehen. Ja. Typisch. Typisch World Generator. Immer ein bisschen nervig. Ja, dass es einfach ein bisschen Sachen generiert, die nicht so sollten, dafür die wichtigen Sachen weg generiert. Aber nun gut. Dafür hat es auch schöne Biome. Ja, ich will jetzt nicht allzu weit weggehen. Muss aber wirklich. Okay, Klappmoos. Langer Name. Ja, hä? Genau. Ja. Ja, ja, ja. Ich sehe wirklich nur eine Schlucht. Also ich würde hier am... Ja. Ich muss sowieso noch ein Waypoint machen, damit ich natürlich wieder hier hinkomme. Genau, beim Trient. Beim Trient. Nochmal ein Ding machen und das heißt Farm. Zum Beispiel 1. So. Jetzt müssen wir hier rein. Oder geht es hier noch rein? Das ist nur Wasser. Gut. Zuerst eine Spitzhacke machen. Hä? Ah. Okay. Wollte eigentlich das damit rausnehmen. So. Weil eine können wir hier lassen und die andere können wir mitnehmen. Haben wir ja genug Holz. So, genau. Wir brauchen einfach Stein. Holen wir mal den Stein. Ja, jetzt haben wir natürlich noch keine Schaufel. Ja, ich denke, ich werde Burgen bauen. Ich werde Arenen bauen, wo wir dann auch ein Gesicht schlachten lassen. Wenn es geht. Ja, wird schon gehen. Und ein Schloss werde ich noch machen. Das jetzt zum Beispiel so ein bisschen erwachsen ist. Vielleicht ein Vampirschloss oder so etwas. Einfach nicht von NPCs her oder schon von NPCs her. Aber die sind einfach dann verbündet mit uns. Oder wir können es auch machen, dass wir im Krieg sind mit denen. Und einfach alles schön so machen, als würdet ihr auch selber dort sein. Und das auch genauso haben wollt. Müssen aber halt ja auch ein bisschen terraformen vielleicht. Also Kohle, aber kein Eisen. Das bringt jetzt nicht so viel. Das Eisen, nein, das ist Granit. Ja, man sieht nicht so viel bei euch. Es ist sogar ein bisschen dunkler. Also, wir machen Fackeln, damit ihr auch etwas Gutes gut seht. Ich will noch kurz eine Spitzhacke machen. Ah, das ist Kies. Das da. Sieht halt, ist halt rot. Das sieht man nicht gerade aus Stein. So. Schön. Wunderbar. Also, ich mache hier mal kurz zu. Damit kein Monster reinkommt. Einfach so. Ja. Und tu die Kohle schön abbauen, damit wir noch mehr Fackeln machen können. Ist ja auch wichtig. Für unsere Augen. Damit sie etwas sehen können. Ja, wir können dann Elefanten reiten. Und auch neue Pferde holen. Und es gibt ja auch 1.8 Sachen drin. Ich glaube sogar 1.9 Sachen gibt es ein bisschen. Sogar 1.11 Sachen. Das alles wegen dem
Ex futurum mod. Ja, die Zukunft hat schon eingemottet hier in diesem Modpack. Das ist wunderbar. Und es läuft einfach viel besser, weil wir Fastcraft drin haben, das es ja nicht mehr gibt in den neuen Versionen. Und dann immer wieder Junk-Loading, die nicht funktionieren. Nee, lieber nicht. Junks, die nicht laden, ja. Ah, da kommt einer nicht runter. Ich glaube, das ist Schissel oder so, dass manchmal das Gremlin nicht mehr runterkommen kann, weil es einfach nicht weiß, dass es runterkommen muss. So, da haben wir ein bisschen Salz. Steinsalz, ja. Es wird eben vor allem Rollenspiel bauen und ja, viel Spaß geben, viel kennenlernen, viel zu rätseln. Ne? Da ist Sand. Okay. Kein einziges Eisenerz. Ich glaube, ich gehe ein bisschen schräg hier runter. Ja, da ist auch ein schnellerer Stein zum Abbauen. Das ist Kreide. Ja, Kreide, das wirst du wahrscheinlich von der Schule. Ist natürlich nicht gerade so hart. Zerbröselt gerne. Deshalb schneller abbauen, aber schon wieder fertig. Na gut. Ja, finden wir das im ersten Part? Oder streckt es? Ja, Mods sind immer schwer. Immer geht's langsamer. Aber ich kann euch versichern, es ist schon Erz da. Ja. Noch ein bisschen tiefer. Vielleicht finden wir zuerst Diamanten. Ja. Und das sieht einfach ein anderes Undersit von Underground Biomes Constructs. Ja. Hier sehen wir schon die ersten Monster auf der Minimap. Ein Creep ist so näher. Oh. Ja. Ich sehe noch nichts. Ein bisschen zäh hier wieder. Kohle. Haben wir schon genug, aber können wir noch mal ein bisschen gebrauchen, gell? Ach ja. Aber es wird richtig viele Biome geben, hä? Machen wir auch etwas Schönes drum und her. Und dran. So, mache ich noch mal ein paar mehr Bretter. Noch mehr Sticks. Und noch mal natürlich Steinspitzhacken. Ich lasse jetzt noch mal kurz bei 1. Ja, wir können aber uns auch noch nicht wehren. Wir müssen vorsichtig sein. Noch kein Schwert. Hätte ich aber jetzt auch nicht machen. Komm, wir finden Gold. So, jetzt sind wir tief genug. Jetzt können wir auch wieder links gehen. Weil das Gold kann man ja nicht abbauen. Was ist das? Bernstein, das bauen so plenty. Gut. Aber ich denke nicht, dass man das nicht so gut abbauen kann. Ich werde es noch da lassen. Nicht riskieren. Und wir werden auch zeigen, dass die NPCs auch ein bisschen Probleme mit den Monstern haben. Vielleicht zu retten. Ja, da ist Eisen jetzt. Wunderbar. Das ist toll. Aber viel anders sieht. Können wir gleich schon mal eine Burg bauen. Oh, ein Schacht. Ist gefährlich. Ich sehe jetzt es gerade nicht. Ja, ich sehe den Zombie nicht. So. Ich mach mal hier zu. Ach komm jetzt. Triff doch, Drago.
So, dann haben wir jetzt so eine Basis hier, können wir in den Ofen machen, ne? Ich wollte rein. In den Ofen mache ich zwei Öfen, haben wir genug. Anders sieht. So, Kohle rein, Eisenerz rein und da oben. Ah, ja. Brauchen nichts mehr zu brennen. Können mal halbieren. So. Nein. Ja. So. Super. Drei brauchen wir mal für eine Eisenspitzhacke. Die ist schon wichtig. Und. Ja, sollen wir ein Eisenschwert schon machen, hä? Ist wichtig. Ein Eimer wäre auch gut, aber ohne Wasser ist es natürlich nichts. Weil, ja, Lava stört halt auch ein bisschen. So, nehmen wir aber ja, mehr Kohle mit. Wir müssen ja jetzt noch nicht so viel brennen. Also, zuerst wollte ich mal in die Richtung, da gibt es gerade keine Monster. Noch ein bisschen Fäden mitnehmen. Oh, ein Creeper. Ja, genau. Ich bin weit weg gewesen. Weg. Die Creeper meinen einfach, sie können noch Schaden machen. Dabei können sie weit und breit keinen Schaden machen. Also ich mache mal den Treibsand weg und die Spitzhacken. Dafür nehme ich da ja die Holzsachen mit. Und hier ist wieder der obligatorische viereckige Raum für die Stollen. Also in den Stollen. Ich nehme jetzt vor allem das Wichtige mit, weil wir ja keinen Platz haben. Tja, hier ist mal nichts, gell? Das ist Andesit. Ah, das sollte ich, Speckstein. Nochmal ein Creeper, natürlich, nochmal explodieren. So, nochmal ein Creeper. Ich habe jetzt gerade etwas gedacht, dass ich wieder Mob-Griefing ausmachen muss wegen den Griefen, weil sie immer dann kommen, wenn man sie nicht will. Genau jetzt zum Beispiel. So, Skelett ist einfach von unten, aber wir sehen hier nicht so viel. Schade. Müssen aber sehr viel Fackeln opfern, ist nicht so toll, aber... Ja, ihr seht, sie haben wenigstens Glück gehabt mit einem Stollen, aber der Stollen ist leer. Keine Küsten, nur Monster. Monster ist ja nichts, was voll macht, eh? Also wenn ihr meint, der Stollen wird voll, nein, die Kisten müssen auch da sein. Wenn beide, da gibt es Spinnen da unten. Ist gefährlich. Ich gehe obligatorischen Weg. Und ich gehe einfach mal hier entlang. So, eine Spinne ist runtergefahren. Wieso ist das so leise? Ich habe noch viel lauter gemacht. Ja, freundliche Kreaturen leise. Da, ja, der Mo-Creatures muss doch ein bisschen lauter, ist das Minecraft normal. So ein bisschen lauter sein. So, nur nicht runterfallen. Wie groß ist der Stollen? Ganz am Ende dann 500 Kisten. Noch mehr Eisen. Nur nicht sterben, dann sind wir am Stubborn wieder ganz weit weg, 99 Millionen.
Das finde ich einfach am tollsten, dass man dann nicht mehr schauen muss, also nicht die Landschaft verwüstet ist und so. Das macht es überhaupt. Bei manchen Let's Play sieht man dann immer wieder sofort, ja, ist es weg. Alles weg. Keine Bäume mehr. Kein Sand mehr bei den Gewässern. Und so weiter. Tiefe, tiefe Löcher. Ah, oh, ist da unten drunter? Ich glaube nicht, gell? Doch, ist es etwas drin. Also, ein Diamant. Wow, ein Diamant. Was soll ich mit einem Diamanten? Mit zwei könnte man wenigstens eine Axt machen. Nicht eine Axt, eine Säge. Naja. Schade, ein Diamant. Im ersten Part. Im zweiten Part dann auch wieder ein Diamant. Hoffentlich. Ja, da haben wir wieder Diamanten. Ich hole irgendwo Wasser in einem Eimer. Hä? Mit einem Eimer. Das ist wirklich nicht gerade so toll jetzt hier. Vor allem, ich könnte jederzeit sterben. Wow. Ja, wir werden sehen. Dann im zweiten Part. Da haben wir ja schon Diamantsachen, wenn es klappt, hä? Ich könnte hier nach oben schauen. Ah, da ist nichts. Na gut. Im zweiten Part werden wir mehr erfahren. Ich gehe runter. Oh, Glück gehabt. Haben wir hier bessere Diamanten? Erreichbare Diamanten? Da oben ist wahrscheinlich. Ja, da oben waren wir. Da sind die Spinnen. Ah, ich muss mal etwas, was wir viel haben, benutzen. Zum Beispiel Diamanten. Ja. Also wird nicht, müssen wir im zweiten Part eine Kiste finden, bitte. Ja. Das ist anders, sieht wieder. Da unten? Wissen ist auch, nein, es geht nach links. Ein Creeper. Ja. Also ihr seht, ist nicht gerade so toll hier unten, aber immerhin viel Möglichkeit, das Erz zu spawnen. Aber leider keine Diamanten wahrscheinlich. Hey, hier wenigstens Diamanten. Ja. 15. Da können Diamanten irgendwo kommen. Da ist ein, ja, zum Abschluss noch eine schöne Kiste mit Magical Core. Die nehme ich mit natürlich. Schutzschriftrolle. So, Asche haufen müssen wir nicht. Ja, ich lasse das mal hier. Wenn wir dann mehr Platz haben, nehme ich auch mal so einen Lore mit. Ja, also. Wir sind im Trade Bad, wenn ihr Lust habt. Also, ich sehe mich sowieso. Und. Ja, wenn mich hier ein bisschen eingraben. Das Lava ist nicht Wasser. Ich werde mich da reingraben. Also, eine Kiste wenigstens. So, tschüss.